Willkommen zurück bei Deus Ex. Und es geht weiter hinter dieser Tür mit einem Kronleuchter über einen Tisch. Da versteckt sich doch bestimmt was, oder? Nein, leider nicht. Schade. Vielleicht unter dem Tisch? Nein. Ah, genau, da ist der Aufzug von vorhin. The maid did all of the cooking, but Mom always picked out the wine. She was the only one with a key to the cellar. Gut zu wissen. Den habe ich jetzt wohl, nachdem ich in ihrem Raum war. Und mit vorhin meinte ich natürlich gerade die letzte Folge. Ja, ja. Funny, you know, when I was a little girl, I used to play in the dumb waiter that goes up to Mom's room. Amazing, I didn't break my neck. Das ist dann wohl ein Hinweis, dass man da hoch kann. Eine Kiste, hä? Was kann ich denn damit machen? Ich sehe gerade nicht, dass ich irgendwo hoch müsste. Ich lasse sie einfach mal. Entschuldigung. Ich lasse sie einfach mal hier stehen, die Kiste. Ich sehe gerade, man kann hier oben rum. Nicht, dass es irgendwie sinnvoll wäre. Nein, ich habe den passenden Schlüssel nicht. Wo kriege ich den jetzt her? Warte mal, sie hat doch gerade gesagt, ihre Mutter war die mit dem passenden Schlüssel, ne? Und der Aufzug ist gerade oben. Okay. Also unter dem Aufzug hat sie ihn wohl nicht versteckt. Vielleicht hat sie ihn ja auf dem Aufzug versteckt. Weil das Zimmer habe ich ja schon komplett durchsucht. Ist da was? Nee. Ansonsten, nee, da ist auch nichts mehr. Gut, dann schaue ich mich hier oben nochmal kurz um. Habe ich da ein Bett? Ah, was haben wir denn da? Liebe Nicolette, wie in meinem Suspensionsfach findest du ein Objekt, für dessen Erwerb ich einen hohen Preis gezahlt habe. 1784. Ein Suspensionsfach. Was ist das denn? 1784. Was ist denn bitte ein Suspensionsfach? Hier ist kein Schlüssel. Ah, guck mal da. Ist ja schon irgendwie traurig. Waffenmodifikation laden hätte ich gerne auf dem Snipergewehr, glaube ich. Auf der Schrotflinte. B. Duclair, Nico, Angel. So, dann muss ich jetzt noch den Computer finden. Wo war der noch gleich? Der war doch in dem Zimmer, ne? Ich bin doch jetzt nicht blöd, oder? Der war doch da. War er nicht? War er nicht da, der Computer? Ah, die macht die Tür immer zu. Menü. Nein, oder? Hier waren die Computer nicht. Ah, verdammt. Nein. Aber schönes Badezimmer. Also, schöne Badezimmer. Das sind ja mehrere. I wanted to be in the city, but I guess Mom thought it was easier to keep her activities secret. Das hatten wir schon gehört. Ah, verdammt. Mein schlechtes Gedächtnis. Das muss dann hier gewesen sein, ne? Ja, genau. So. B. Duclair, Nico-Angel. Was? Wo ist das dann? Ah, dann sind es wahrscheinlich die Zugangsdaten zu ihrem Computer im Keller. Natürlich. Ich will mich trotzdem mal hier reinhacken, um zu sehen, ob es noch andere Konten gibt. Aber nein, das ist nicht der Fall. Darauf gibt es nur Nicolette. Gut. Damit wäre das erledigt. Und es gibt nur noch einen Weg, hier weiterzugehen. Nämlich hier unten in die Treppe. In den Keller, die Treppe runter in den Keller. In France, the gentry keep their wine in a small cellar to preserve the flavor from heat and sunlight.
Da lernt man ja sogar noch was bei dem Spiel. Dass man Wein im Keller lagert zum Beispiel. Was man allerdings nicht lernt, ist, dass man Weinflaschen am besten liegend lagert, damit der Korken nicht austrocknet. Dafür muss man dann schon ein Let's Play schauen. Aha! Okay, da bitte sie einmal rum. Könntest du vielleicht aus dem Weg gehen? Nein! Hey! Offen bleiben, ja? Offen bleiben. Komm her. An old bunker, built during World War II by the previous owner of two high Jewish families. The Duclairs acquired the property after the Nazis sent him to a camp in Germany. Strange. I'm picking up heavy-duty fiber optic activity down here. What's this? A dungeon? Da oben ist ein Computer. That's not funny. Was denn? Willst du über hier sonst durchkommen? Sind hier vielleicht auch Leute irgendwie gerade am Werk? Vielleicht ihre alten Freunde oder Feinde? Wer weiß? Oder läuft hier vielleicht irgendein Server? Nanotech-Verwahrung. Naja, Kamera aus, Tür entriegelt, Tür offen bitte. Der Standard, ne? Und ich frage mich gerade, ob man oben auf den Balken da eben... Ja, da kann man tatsächlich hin. Das schaue ich mir mal eben an. Ich hatte nämlich so ein bisschen die Vermutung, dass hier irgendwelche Sachen rumliegen. Die man vielleicht einsammeln... nee, okay, doch nicht. Aber da geht's. Da geht's weiter. Auch wenn das hier eigentlich eher der Weg für Zwergesel wäre. Nein! Ach, verdammt. Ja, so viel dazu. Gut, ich lasse es sein. Das ist für Zwergesel gedacht. Und ich gehe hier rein. Stop moving around. Mir doch egal. Was ist das hier, Schleichen? Oh my god. Die Präzision, wow, die hätte ich gerne. Darauf. I had no idea. Das ist schon irgendwie geil, ne? Diese Einrichtung hier. Mit dem Computer und so. Wow, was? Das macht Schaden. Ach nein, das zieht Bioenergie ab. Oder? Nein, man hat keinen Schaden gemacht, hat nur Bioenergie abgezogen. Pfeile habe ich gerade voll, da oben liegt nichts mehr. Und es gibt hier ein Upgrade-Kanister und ein neues Implantat. Ich bin sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. Nein, was ich hier wegwerfe, ist den Raketenwerfer. Das ist immer noch die Waffe, die ich am wenigsten brauche. So, was habe ich denn hier? Das Defensivsystem oder die Spionagedrohne? Wo kommt denn das rein? Weiß ich gerade nicht. Ich nehme an, naja, das Defensivsystem brauche ich nicht, die Spionagedrohne brauche ich nicht. Also weg damit, brauche ich nicht. Was ich aber gerne benutzen würde, ist tatsächlich dieses Upgrade-System, dieses Upgrade-Teil. Die Regeneration auf 3 ist mir gut genug. Der Energiezirkulator auf 3 eigentlich auch. Die Sichterweiterung würde ich gerne... Ne? Den Energiebedarf kriege ich damit runter. Aber die Sichterweiterung, die hätte ich gerne möglichst auf 4. Einfach nur, weil es geht. Weil ich es cool finde, durch Wände durchzuschauen. Hallo Ratte! Ah, und diese Kamera habe ich vorhin ausgeschaltet. So, na dann. Will ich mir nochmal anschauen, was das da macht. Das ist einfach nur, okay, eine Kabelleitung. Gehen wir aus dem Weg. Ich arbeite im Stehen. Eine Runde speichern. Und dann den Computer anmachen. So, was war's? B. Duclair.
Nico Angel. Von Morgan Everett an Beth Duclair. Nein, doch, an Beth Duclair. Das wird unsere letzte Kommunikation sein. Ja, alter Schützling. Bob Page, nehme ich an. Aha. Ihr Chip, der nach der Installation manipuliert wird, ist unbrauchbar. Okay. Na dann. Ich sende mal das Signal. Über einen sicheren Kanal. Mhm. Ja, ja. Okay, und jetzt? Was bringt mir das? Ja, die Hinweise habe ich gefunden. Und jetzt? Ah. So you found Beth's computer. We are destined to meet, perhaps. If you are truly our ally, you will help me access the MG12 computer network and complete the Grey Death vaccine. Find Nicolette. You will need her key in order to exit through the crypt. I will be directing you to a nearby cathedral. What is it? A transmission from Morgan Everett. He wants me to go out the back way through the crypt to a nearby cathedral. The Cathedral of the Knights Templar? He didn't say. I'm supposed to access the Majestic 12 computer network. Yes, Majestic 12 controls the place now. They killed the Knights for their gold reserves. Everett must want you to sneak to that part of town through the sewers that connect to our property. I thought the Templars vanished centuries ago. They invented the modern banking system and were its directors, under one name or another, until Majestic 12 took over. He said you had a key. Yes, here it is. The crypt is in the maze behind the chateau. Listen to Everett. He is right to want to avenge the Templars. Okay. Danke. The Templars inherited the gold of the original French trading. Aber was die Templer haben, sind das Bankwesen erfunden? Ich dachte, in den Verschwörungstheorien waren es ursprünglich die Juden oder so, die dann die Bösen sind. Jetzt sind es plötzlich die Templer? Ich weiß ja nicht, ist ja okay. Das sind ja alles nur Verschwörungstheorien. Man muss sich da ja nicht so sklavisch an die anderen Theorien halten. Der Ausgang, genau, der war hier. Da. Kam mir die Tür entgegen. Exit the Duclair Estate through the crypt at the end of the maze. The system I need you to access is inside a cathedral that belonged to the Knights Templar until MG12 slaughtered the Knights for the gold. What the? What the? Verdammt! Tracy, I'm picking up heat signatures in the source. What the fuck? Wo kam der denn her? So, das schicke ich mal eben kurz raus. So you found Beth's computer. We are destined to meet, perhaps. If you are truly our ally, you will help me access the MG12 computer network and complete the Grey Death vaccine. Find Nicolette. You will need her key in order to exit through the crypt. I will be directing you to a nearby cathedral. So, dann mache ich das Ganze jetzt einfach nochmal. Und bevor ich dann in das Labyrinth reingehe, speichere ich. Ich hätte ja nicht gedacht, dass auf diesem Privatanwesen MG12 sich rumtreibt. Ich dachte, also ich hatte zumindest gerade so verstanden, dass ich jetzt durch das Labyrinth durchgehe und dann in die Krypta rein. What is it? Und erst dort treffe ich dann auf die MG12-Leute. Naja, habe ich gedacht. Nun gut. Eine Runde speichern. Und los geht's. Direkt neben mir. Ich hab ballistischen Schutz, ne? Hab ich den gerade erwischt? Ich weiß es nicht. Wow, die haut so übel rein.
Einer weniger. Warum ist meine Regeneration aus? Was soll das? Waren das zwei oder drei? Scheint, das waren zwei. Puh. Das hat gerade aber gut Energie gekostet, hey. Ich kann noch mal schnell runtergehen und mich aufladen. So, was gibt's denn hier? Ah, genau, da geht's runter. Und wisst ihr was? Ich gehe noch mal kurz. Ach, was soll's. Ich hab 15 Biozellen. Ich gehe da jetzt nicht mehr zurück. So, passt doch. Hab ich doch genug. Gut, weil ich es gerade überlebt habe, speichere ich an der Stelle. Try to ignore the smell. This sewer connects to a street near the cathedral. Not too far from here. Hä? Wenn ich mich ducke, ducke ich mich. Sobald ich loslaufe, steht er auf. Okay. Interessant. Ich denke ständig bei diesen Blöcken, dass es sich dabei um Schalter handelt. So wie ich bei Zweckesel gesehen habe in der Kanalisation von Paris, dass der Fall war. Man kommt da also nicht hoch, okay. Eine unsichtbare Wand, gut zu wissen. You're going the right way. I primarily need you to establish an uplink from the MJ-12 network, but I also have uses for that gold. When you locate it, I will send someone to recover it. Prepare to receive a map at the cathedral. Gut. Die Karte schaue ich mir besser mal an, bevor ich da reingehe. Ich schätze mal, ich komme hier raus. Aus dem alten Brunnen. Nein. Nein, sieht nicht so aus. Hallo? So, doch. Bevor ich jetzt runterfalle, mache ich wieder zu. Bevor die Ratte da runterfällt. Wollen wir ja nicht. Okay. Zweigliedrige 60%. Gut, hier ist so eine U-Kurve. Wo bin ich denn gerade? Schwer zu sagen. Ist es hier? Nee, ne? M ist wahrscheinlich die Metro. Da bin ich natürlich nicht. Naja, ich gehe mal hier hoch und schau mich da auf. Wow. Oh, oh. Das sieht tot aus. Yep. Aber immerhin 100 Credits. Yeah. Tür geht leider nicht auf. Noch mehr Credits? Okay. Wo hat mich der andere Balken hingeführt? Nirgends. Na dann. Bin ich hier im Haus drin? Ich frage jetzt nur, in welchem? Ah, ein böser Feind! Interessant, ein Spiegel, den man nicht zerstören kann. Wow! Das haut rein. Genau, hinter diesem Tor stand ich doch gerade. So. Ich könnte es aufsprengen. Aber ich glaube, das hier ist doch der elegantere Weg da vorbei. Schnappe ich mir noch eben meine Tempoerhöhung, damit ich hier weniger Fallschaden bekomme. Und du hast doch bestimmt... Ah, Menü, die hat noch früher immer mal Biozellen. Warum haben sie die nicht mehr? Und irgendwie kommt mir der Level gerade bekannt vor. Ich erinnere mich an diese Stelle mit der Tür irgendwie. Wahrscheinlich von früher. Ah, zeig dich! Wer bist du denn?
Scanning area. Ah, ein Bot. Dachte gerade, es wäre wieder so ein Trooper. Nein, du siehst mich nicht. Als die Rakete ankam, war ich schon hinter der Mauer. Was? Ach Mist, da habe ich keine Acht gehabt auf meine Gesundheit. Verdammt. Ah. Ernsthaft, ich habe hier gespeichert. Nicht vorher, nicht mehr danach. Ah. Ich bin gerade ein bisschen unzufrieden mit mir. Ich speichere zu selten. Ich achte zu wenig auf meine Gesundheit. Viel zu wenig. Hm. Was gibt's eigentlich hier draußen? Nichts. Hm. Keine Ahnung, was es soll. Was es bringt, dass man hier raus kann. Ich weiß es nicht. Aber ist ja auch egal. So, richtig, nicht vergessen, den Schlüssel hier mitzunehmen. Und bevor ich jetzt den Kampf anfange, würde ich gerne speichern. Hab ich ihn erwischt? Ich weiß es nicht. Ich denke ja. Ja, hab ich. Uah, ach so. Ja gut, das war unglücklich, dass ich da direkt auf dem Fass gelandet bin. Nun gut, aber hier war ich gerade eben, als ich gestorben bin. Das heißt, hier geht's dann auch beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.